Erfordert jetzt einen kleinen Test. Man kann in ganz Verrün am besten im Abenteuermarkt einkaufen. Nein. Dort findet man die größte Auswahl, die niedrigsten Preise und keine bunten Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. Warum war die Stabschleuder, die Keldorn verkauft hat, mehr wert? Oder habe ich mich gerade verguckt? Kann auch gut möglich sein. Katana und beißende Bolzen, die sind so saumäßig wie wert, die Bolzen. Hafenamulett. Hier was drin, was sich zu verkaufen lohnt? Nö. Das ist also nicht identifiziert. Unsichtbarer Pirscher beherrscht. Airy schon, haben wir festgestellt. So, dann das ganze Zeug hier weg. So. Das ist alles nicht identifiziert. Brennende Hände brauchen wir nicht. Geringe Zauber zurückwerfen haben wir auch. Obwohl, den sollte ich auch aufheben. Vertrauten finden kann weg. Was ist hier drin? Feuerball möchte ich behalten. Das möchte ich behalten. Notfall kann weg. Wort der Macht Schlaf, Monster herbeirufen, Schutz vor dem Bösen kann weg. Da ist ja schon ein geringer Zauber zurückwerfen und zwei Magie bannen. Schutz vor normalen Waffen kann weg. Schlaf, sprühende Farben, Unsichtbares und Klopfen kann alles weg. Stimmt, ich hätte Klopfen in der Magierfeste versuchen können. Trank der Schöpferkraft. Intelligenz. Intelligenz und Geschicklichkeit in Konzentrationstränken. Ja, das ist leider voll. Deswegen nehmen wir mal die Heilungselixiere raus, weil das sind eigentlich Heiltränke. Bäh. 1, 2, 3, 6. Ach so, okay. Ja, Heiltränke, damit sollten wir langsam aufhören rumzugeizen. Okay. Gut. Die beiden Stäbe, die Sachen sind noch zu identifizieren. Ansonsten habe ich alles verkauft, was ich verkaufen wollte, ja. Ich warte. Das heißt, jetzt geht's in die Oma-Hügel. Die drüben, die drüben. So. Also über die Stadttore. Da will ich einen kurzen Abstecher hin machen. Feinde haben euch aufgelauert. Verteidigt euch. Räuber. Wo soll ich euch mal leicht... Für die Gefallenen! Torm ruft euch zu. Oh. Wir hatten den... Wir hatten schon wieder die KI deaktiviert. Habe ich die aus Versehen deaktiviert? Ah ja, ich habe aus Versehen auf A gedrückt, Freund. Der eine Räuber hat etwas Geld dabei, ansonsten... Ich helfe, wo immer ich kann.
Geringere Zauberabwehr, das ist Orakel und Monsterbeirufe Stufe 2. Den haben wir bereits und Orakel. Können wir. Haben wir zu viel Zauber im Zauberbuch? Okay. Dann gucken wir mal, dass wir weiterkommen. Stadttore. Wenn ihr es wollt, seht euch nur um und begutachtet. Gebt mir aus den Augen, ich werde nichts zahlen. Ihr werdet zahlen, ganz sicher, und ihr kommt nicht mehr nur mit einem blauen Auge davon. Das war deutlich genug, oder? Ihr wollt mich unter Druck setzen. Ich habe keine Zeit für so etwas. Lasst mich in Ruhe. Ich werde euch nirgendwo hingehen lassen. Ihr bezahlt oder ich werde euch ungeschmissen in den Boden rammen. Ihr werdet nichts dergleichen tun. Lasst den Händler zufrieden. Hä? Wer seid ihr? Verschwindet. Das hier geht euch gar nichts an. Ich glaube, das geht mich schon etwas an. Lasst den Händler in Ruhe und ihr zwingt mich, euch weh zu tun. Ich werde gar nichts tun. Ich will nur ein bisschen zusehen. Es wird sicher amüsant. Es geht mich etwas an, falls ihr es nicht richtig macht. Los, tötet ihn. Beeilt euch damit. Lasst den Händler in Ruhe. Was? Ihr braucht mir nicht zu drohen? Ich hatte nicht vor, mir etwas anzutun. Ich wollte ihm nur etwas Angst einjagen. Die Wachen wird das nicht kümmern. Sie werden euch trotzdem einsperren. Die Menschen hier werden euch für das, was ihr getan habt, sogar tot sehen wollen. Was? Nein, ich wollte nicht... Ach, ich gehe. Ich will keinen Ärger. Verschwindet ihr, Bandit. Ich wusste, dass der Typ nur ein Angeber war, bei dem nichts dahinter steckt. Aber trotzdem danke für eure Hilfe. Warte, vielleicht kann ich euch ein günstiges Angebot machen. Bedenkt, ich würde das nicht für jeden tun. Okay, du hast Kugeln plus 2. Schilde. Normaler Schild plus 1. Kleiner Schild. Plattenpanzer. Lederrüstung. Beschlagener Lederwams. Noch ein paar Schilde. Kampfstab. Ein paar Waffen plus 1. Katana, Speer, Flegel, Schleuder. Was ist das für ein Zauber? Resistenz senken. Moment mal, Resistenz senken ist 5. Grad Bandzauber. Magie, das ist jetzt automatisch auf, wenn man die aushängt. Das ist ein Kuh. Ja, eigentlich hätte ich gerne Resistenz senken mal. Kettenblitz. 6. Grad, das ist auch recht mächtig. Gut, Kettenblitz ist auch gekauft. Jetzt hoffen wir nur, dass beide Zauber auch klappen. Ich warte, natürlich. Ich schätze, ich kann euch meine Hand ruhig reichen, auch wenn ich sie nachher dann waschen muss. Ihr seid doch Talisse. Ich habe euch gewarnt, ich habe euch gesagt, ihr sollt euch nicht einmischen. Beruhigt euch, ich bin mir sicher, wir können über alles reden. Ihr musstet eure Nase ihren Dingen schenken durch nichts angehen, oder? Sie waren dabei, sich zu trennen. Sie haben endlich begonnen, auf ihre Eltern zu hören. Aber ihr musstet sie ja ermutigen. Aluva und Theo tun alles, was sie tun, in eurem Namen. Wir haben versucht, die Angelegenheit diskret zu behandeln, aber ihr habt sie ermutigt. Es sind doch nur 2 verliebte Kinder. Was kann das schon für einen Schaden anrichten? Wir tun die Familie überhaupt nicht leid. Was soll's, wenn die Beziehung der beiden für sie peinlich ist? Sie wussten bereits, was sie wollten. Ich habe sie nur mit 1 oder 2 aufmunternden Worten unterstützt. Weil kleines Abenteuer als Heimatsvermittler hat dazu geführt, dass ungefähr 1 Dutzend Leute ausgeraubt und verprügelt wurden. Außerdem wurde mindestens ein Haus in Brand gesteckt. Sie haben einen schlechten Einfluss aufeinander. Könnt ihr das nicht sehen? Sie sind 2 Hälften einer bösen Saat. Wenn sie zusammen sind, sind sie logische Argumente nicht mehr zugänglich. Wir haben nicht ihre Beziehung unter den Tisch gekehrt. Wir haben versucht, die Leute daran zu hindern, dass sie der Stadtwache melden, weil sie Maunus Schuppen in Brand gesteckt haben. Sie kamen euch als Hörer nicht seltsam vor? Ein wenig zu besessen?
Sie haben nicht zu den Schwierigkeiten der Ziele, in die sie verwickelt werden. Sie sind normalerweise nicht so zurückhaltend. Auf jeden Fall sind sie nicht zurückhaltend zu erzählen, wer dafür gesorgt hat, dass sie wieder zusammen sind. Euer Name fällt hier ständig. Es schien mir so, als seien sie ineinander verliebt. Das ist das Wichtigste für mich. Ich habe sie zu nichts getrieben. Sie wussten, was sie wollten. Sie wollten so lange frei und wild sein, wie es ihnen möglich ist, und dabei so viel Zerstörung wie möglich anrichten. Sie wollten wie die Gesetzlose in den alten Geschichten sein. Erstellen sie einen verlorenen Fall dar. Wild wie die Tiere. Wenn ihr sie hier wieder seht, macht es euch doch leicht und tötet sie einfach. Eine böse Sache in zwei Teilen, ich warne euch. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo Boah. Und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Ja, Frohlocket. Okay. Das war unerwartet. Damit hat sich mein Ruf um eins verschlechtert. Das heißt, ich werde mal in den Tempel gehen müssen und ein bisschen spenden müssen, um das wieder rauszuhauen. Okay, die beiden kann ich nicht lernen, weil ich schon zu viele habe. Fünfter Grad. Und sechster Grad. Viel zu viele Beschwörungen. Auflösung will ich nicht rausschmeißen, genauso wie tödlicher Nebel. Dann schmeiße ich lieber den Luftelementar raus. Und hier schmeiße ich auch den Luftelementar raus. Gut. Fragt nur. Keine große Herausforderung. Das war aber eigentlich nicht das, was ich hier wollte. Ich wollte eigentlich hier rein. Yoshimo ist bereit. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. So, Tür ist geöffnet. Wir haben Erfahrungspunkte gekriegt. Was möchtet ihr? Ja, und da ist ein Lich, ein Leichnam. Lange ruhte ich in den Hallen unterhalb der Stadt. Lange ruhte ich in Frieden. Eure Störung will nicht ungestraft bleiben. Ja. Ich habe getroffen. Die Schmerzen überwältigen. Jo, genau. Guckt euch das an. Ich habe getroffen. Aber nichts ist passiert. Hat er eigentlich schon Zeitstopp gewirkt und ich habe es nicht mitgekriegt? Ihr müsst mir raushelfen. Jo. Bo ist noch zu jung. Das ist ein Lich. Einer von dreien. Keine große Herausforderung. Nun gut. Ich würde es nicht zulassen, dass wir noch mehr Zeit vergeuden. Los, weiter geht's. Wir haben noch viel vor. Und wo genau sollen wir denn hingehen? Wir müssen uns fassen und unsere Ausrüstung für den kommenden Krieg bereit machen. Wir müssen bereit sein, Rache zu üben und zu kämpfen. Es tut mir leid, ich habe wohl zu sehr an Kaled gedacht. Ich stand unter Schock, aber... Man kann ja gar nicht so oft an jene denken, die von uns gegangen sind. Ja, 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 das habt ihr. Wenn die Zeit dafür reif ist, werden wir uns für alles, was uns angetan wurde, rächen. Man kann gar nicht so oft an denken. Ich stimme dem zu, obwohl ich mir Mühe gebe, mich nicht so stark in diese... Dinge zu verbeißen. Wenn die Zeit reif dafür ist, werden wir uns um alles kümmern. Ich werde persönlich dafür sorgen. So. Also, wir wissen, wo unser erster Leichnam ist. Oma-Hügel.
Kommen wir heil an, oder? Ja, wir kommen heil an. Tja, wir kommen in den Umarhügeln. Was immer ihr wünscht.